Herzlich willkommen zum ersten Ausschussreport. Nee, wir fangen nochmal von vorne an und jetzt weißt du gleich, warum ich ständig schneiden muss. Also du. Herzlich willkommen zum ersten Videoreport eines Digitalausschusses im Bundestag nach der Sommerunterbrechung. Und nach dieser guten Nachricht kommt auch schon ein bisschen eine traurige. Es ist auch der letzte Videoreport von einem Digitalausschuss. Denn ab der nächsten Woche gibt es stattdessen einen Podcast. Den kann man besser unterwegs hören. Er ist datensparsamer, eine Frage der Nachhaltigkeit und er ist vielleicht auch ein bisschen ausführlicher. Also stay tuned und jetzt geht's aber trotzdem erstmal um diese Woche. Der Digitalausschuss hat sich befasst mit zwei Themen. Einmal mit der Gigabit-Strategie, aber auch mit der KI-Verordnung der Europäischen Union. Am Montag hatten wir zur Gigabit-Strategie auch schon eine Anhörung und auch von der will ich euch ein bisschen erzählen. Die Gigabit-Strategie ist ein Papier mit über 40 Seiten. Insgesamt 100 Maßnahmen sind darin aufgelistet. Und es werden einerseits Ziele definiert, zum Beispiel 50% der Haushalte in Deutschland sollen bis 2025 Anschluss ans Glasfasernetz haben und alle Haushalte bis 2030. Es werden aber auch Wege zur Umsetzung hier und da aufgezeigt. Im Digitalausschuss zu Gast war die parlamentarische Staatssekretärin Daniela Kluckert. Die Anhörung am Montag könnt ihr euch natürlich auch in der Mediathek des Bundestages angucken. Den Link findet ihr wie immer da unten. Die Sachverständigen haben einiges noch an Wünschen geäußert, die offen geblieben sind. Da ging es einmal um die Überbauproblematik, beschreibe ich euch gleich ein bisschen später. Dass zu wenig Open Access gefördert und verankert ist in der Gigabit-Strategie, aber auch, dass es immer noch eine zu komplexe Bürokratie in den Genehmigungsprozessen gibt und einige andere Probleme. Ich habe mir natürlich die 40 Seiten auch im Detail durchgelesen. Ehrlich gesagt, für mich las ich das wie ein Wirtschaftslobbypapier. Die Ziele, um die es ging, die Art und Weise, wie man Maßnahmen umsetzt, an allem atmete das praktisch Interessen der Wirtschaft. Ich habe übrigens auch gefragt, ob denn zum Beispiel das BMDV auch VertreterInnen der Zivilgesellschaft eingeladen hat. Das hat meine schriftliche Frage ergeben. War ja bei der Digitalstrategie überhaupt nicht der Fall. Da hat man auch nur die Wirtschaft befragt. Ich fragte also Daniela Kluckert, wie sieht es denn aus bei der Gigabit-Strategie? Und die Antwort war die gleiche. Nein, die Zivilgesellschaft wurde null einbezogen. Sie hatte auch eine Begründung, nämlich es ging ja weniger um Ziele in der Strategie, sondern mehr um die Umsetzung. Und da spielt ja nur die Industrie eine Rolle und ein bisschen Bund, Länder und Kommunen, aber gar nicht die Zivilgesellschaft. Kann man nicht wirklich verstehen, denn A, sind jede Menge Ziele in der Gigabit-Strategie und B, spielt natürlich die Umsetzung für Betroffene eine riesengroße Rolle. Und das will ich euch an zwei Beispielen mal erklären. Das eine ist die Überbauproblematik. Das heißt mit anderen Worten, dass wenn schon irgendein Unternehmen eine Glasfaser in einem Ort gelegt hat, kann auch eine Kommune sein, die das selber ausgebaut hat, dass dann einfach ein anderes Unternehmen kommen kann, buddelt die Straßen alle nochmal auf und legt noch eine zweite Glasfaser daneben. Macht ressourcentechnisch überhaupt gar keinen Sinn. Ich brauche ja auch nicht zwei Abwasserkanäle, denn Infrastrukturwettbewerb ist an der Stelle einfach völliger Schwachsinn. Das aber findet die Bundesregierung irgendwie nicht, weil Markt, ja, da machen zwei Unternehmen total viel Umsatz mit dem Legen von Glasfasern, statt sich ressourcensparend eine zu teilen. Für Bewohner im ländlichen Raum ist das ein Problem, wenn man das so priorisiert, weil dann haben nämlich zum Beispiel Stadtbewohner mit einer höheren Bevölkerungsdichte zwei Glasfasern am Haus, obwohl sie nur eine brauchen, und ein Dorf weiter gibt es gar keine. Ein zweites Beispiel. Es gibt einen Abschnitt in dieser Gigabit-Strategie, der befasst sich mit der Evaluation der Fördermaßnahmen und des Ausbaufortschritts. Da soll eine Prognose gemacht werden, wie realistisch es ist, dass das Ausbauziel 100% Glasfaser in jeden Haushalt bis 2030 erreicht werden kann. Da gibt es jetzt zwei Szenarien. Das eine ist, das Ziel wird zu früh erreicht. Und nein, da will die Bundesregierung keine Sektkorken knallen lassen und sich darüber freuen. Nein, sie findet das offenbar ganz problematisch. Nennt das Ganze Überförderung und hat mehrere Maßnahmen in die Gigabit-Strategie reingeschrieben, wie man den Ausbau drosseln kann. Bestimmte Quotierungen, Antragsstopp und noch ein Haufen anderer Sachen. Das ist ja völlig gaga. Also zum einen steht, wenn man das Ziel später erreicht als 2030, keine einzige Maßnahme drin. Da behält man sich nur vor, sich irgendwelche auszudenken. Der Grund ist übrigens folgender. Wenn man 2026 mit Fördergeldern ein Dorf in der Ostprignitz mit Glasfaseranschluss versehen kann,
dann findet die Bundesregierung, ist das nicht in Ordnung, wenn es, sagen wir mal, 2029 auch die Telekom ohne Fördergelder tun würde. Weil der Markt soll ja sein Geschäft alleine machen können. Ein Grund ist aber nicht nur, dass die Telekom da mehr die Tasche aufhalten kann. Ein Grund ist auch, dass wenn Fördergelder beteiligt sind, das Netz mit Open Access allen zur Verfügung stehen muss. Und das wollen manche Unternehmen nicht. Und wessen Interessen vertritt die Strategie? Die dieser Unternehmen. Das Primat des Marktes merkt man bei dieser Strategie wirklich an jeder Stelle. Das wird auch ganz klar so gesagt. Zuerst soll immer der Markt alles regeln. Und das, obwohl wir die Erfahrung gesammelt haben, dass der Markt uns zu einem Land der Funklöcher und des lahmen Internets gemacht hat. So soll es also weitergehen. Ich habe übrigens über dieses Phänomen auch in meiner Rede am Donnerstag, dem 22. September im Bundestag gesprochen. Einen kleinen Ausschnitt davon schneide ich euch hier mal rein. Das läuft richtig gut. Die Opposition hat da eine andere Wahrnehmung. Laut der Gigabit-Strategie, Minister Wissing, führte die bisherige Regulierung zu einem funktionierenden Infrastruktur- und Dienstewettbewerb. Ich lade Sie sehr gern mal in die Ostprignitz ein, da stehen nämlich Funklöcher im Wettbewerb miteinander und nicht Diensteanbieter. Was ich aber besonders beunruhigend finde, die Gigabit-Strategie macht tatsächlich auch den Staat zum Vertriebsmitarbeiter von allen möglichen Telekommunikationskonzernen. Ich lese euch mal ein paar Beispiele vor, die sich da drin finden. Zum einen, es soll eine bezahlte Informationskampagne geben zur Förderung der Nachfrage von Gigabit-Netzen. Nicht genug Leute wollen offenbar besonders hohe Preise bezahlen. Es soll Gutscheine geben vom Staat für die Steigerung der Nachfrage von Inhouse-Verkabelung für Gigabit-Netze. Und es soll ein 5G-Innovationsprogramm geben. Dafür gibt es 250 Millionen Euro, das ist echt viel Holz. Und es soll auch die Nachfrage anregen, also Geschäft machen, für die großen Unternehmen. Und in meinen Augen das größte Ei, es sollen auch digitalen Manager in Landkreisen bezahlt werden. Vom Titel her könnte man sowas ja durchaus brauchen, ja, Digitalisierung auf Landkreisebene fördern. Diese Digitalmanager sollen aber nur 5G-Vorhaben in ihren Landkreisen initiieren, also mit anderen Worten von Steuergeld bezahlt, Aufträge für Konzerne generieren, die wiederum von Steuergeld in den Kommunen bezahlt werden. Kompletter Schwachsinn, also da sieht man, wessen Interessen vertreten werden und wessen nicht. Richtig schräg wurde es übrigens, als ich sowohl im Ausschuss als auch in der Anhörung nach dem Thema Transparenz gefragt habe. Die Gigabit-Strategie verspricht nämlich verschiedene Dashboards, die es geben soll, wo der Ausbau gerade besser erkennbar sein soll, aber auch umweltbezogene Kennzahlen einsehbar sein sollen. Die Deadline dafür war Beginn drittes Quartal 2022. Das war bis vor kurzem. Also habe ich gefragt, wo sind denn diese Dashboards? Ich habe sie nämlich nicht gefunden. Die Bundesnetzagentur war am Montag in der Anhörung da und sagte, da sind wir gar nicht zuständig, das macht das BMDV. Aber angefangen wurde damit noch nicht, das wussten sie zumindest. Also habe ich dann das BMDV gefragt im Ausschuss. Da hieß es auch, nee, das ist jetzt noch nicht angefangen, die Daten, die kommen aber von der Bundesnetzagentur, nämlich vor allem aus dem Gigabit-Grundbuch, von dem die Bundesnetzagentur in der Anhörung gesagt hat, dass es damit auch noch nicht anfangen konnte, weil sie gar kein Personal dafür bemessen gekriegt haben. Und ohne Personal kann man das halt nicht machen. Ich habe natürlich das BMDV gefragt, ja, wenn diese Deadline jetzt gefallen ist, wann ist denn die nächste Deadline? Aber es gibt noch keine. Wir üben also noch ein bisschen uns alle in Geduld. Das war es in epischer Breite zum Thema Gigabit-Strategie. Etwas kürzer jetzt zur KI-Verordnung auf europäischer Ebene. Da hatten wir im Ausschuss zu Gast nochmal Daniela Kluckert für das BMDV, aus dem Justizministerium den Abteilungsleiter Digitales Klaus Meyer-Cabri und Anna Christmann, Staatssekretärin im BMWK. Die europäische KI-Verordnung, auch als AI Act bekannt, soll bis Ende des Jahres in der EU verhandelt werden, könnte aber auch ein bisschen später werden. Und wir haben gerade frisch erfahren, dass es da in der tschechischen Ratspräsidentschaft einen dritten neuen Kompromissentwurf gibt, wohl schon seit ein paar Tagen. Leider hat die Bundesregierung nicht daran gedacht, uns den rechtzeitig zukommen zu lassen. Wir haben also keine Ahnung, was da drin steht. Was uns aber erzählt worden ist, ist, was die Verhandlungspositionen der Bundesregierung sind und was da so die großen Debattenpositionen sind. Das Ziel der KI-Verordnung ist, einerseits einen europaweiten einheitlichen Rechtsrahmen zu schaffen, um sicherzustellen, dass beim Einsatz von KI
die Grundrechte gewahrt werden, aber auch um einen rechtssicheren Rahmen zu schaffen, der auch noch Innovationen in Europa ermöglicht. Dabei soll es auch 4 Kategorien geben, nach denen KI-Systeme betrachtet werden. Zum einen gibt es KI-Systeme, die so gefährlich sind, dass sie verboten werden sollen. Als nächste Stufe gibt es sogenannte Hochrisiko-KI. Da soll es bestimmte Vorgaben geben, unter welchen Einschränkungen und Anforderungen sie trotzdem eingesetzt werden können. Dann gibt es kennzeichnungspflichtige KI, die nicht als gefährlich gilt, aber man soll trotzdem wissen, dass es eine ist. Und die letzte Kategorie ist dann die, die gar keinen Regulierungsbedarf hat. Ein großer Streitpunkt von Deutschland und der tschechischen Ratspräsidentschaft ist eine Änderung, die es in diesem erwähnten dritten Entwurf geben soll für die Hochrisiko-KI. Das ist nämlich sowieso der spannendste Bereich. Und da geht es nicht nur darum, was tut man, wenn eine KI als Risiko-KI eingestuft worden ist, sondern wie wird sie denn eingestuft? Und da hat die tschechische Ratspräsidentschaft offenbar eine neue zweite Stufe eingeführt. Die erste Stufe der Bewertung ist, bestehen bestimmte Risiken durch Anwendung der KI. Jetzt gibt es noch eine zweite Stufe, die fragt nämlich, wenn man auf die erste ein Ja geantwortet hat, ist irgendwo in der Anwendung irgendein Mensch jemals noch mit irgendwas involviert? Wenn die Antwort da ein Ja ist, dann fällt die sofort raus, die KI aus der Hochrisikoschublade. Und das ist natürlich ein so weites Feld, da findet man immer irgendeinen Human, der irgendwo in the loop ist, dass man am Ende gar keine Hochrisiko-KI mehr hat. Die Gefahr sehe nicht nur ich, die sehen auch unsere Verhandlungsakteure auf europäischer Ebene. Und ich hoffe wirklich sehr, sie setzen sich durch. Sonst kann man die ganze KI-Verordnung in die Tonne treten, dann ist sie nämlich ein zahnloser Tiger. Weitere Verhandlungsziele von Deutschland sind zum einen das Verbot systematischer Überwachung durch den Einsatz von KI am Arbeitsplatz. Ist ein No-Brainer, finde ich. Ich hoffe auch da, man setzt sich durch. Außerdem möchte Deutschland ein Verbandsklagerecht. Ist ja wohl völlig einleuchtend, warum das sinnvoll und gut ist. Sich nur als Individuum wehren zu müssen, setzt die Hürde für die Verteidigung der Verbraucherrechte einfach viel zu hoch. Und das Dritte ist die Verhinderung von biometrischer Echtzeitüberwachung in öffentlichen Räumen. Das steht nämlich im Koalitionsvertrag. Und genau zu dem Thema habe ich noch mal ein bisschen genauer nachgefragt. Im Koalitionsvertrag steht nämlich, dass man sich auf europäischer Ebene genau wörtlich dafür einsetzt, dass es keine biometrische Echtzeiterkennung im öffentlichen Raum gibt. Jetzt gibt es im aktuellen Entwurf der KI-Verordnung etwas, das aktuell nur eine Echtzeit-Fernerkennung auf biometrischer Basis im öffentlichen Raum verbietet. Aber was ist denn eine Fernerkennung und wo fängt die an, habe ich gefragt. Bin ich geschützt, wenn da irgendjemand in der U-Bahn gegenüber sein Handy vor mein Gesicht hält und kann die Person dann meinen Namen da lesen? Oder ist das dann auch schon eine Fernerkennung? Keine Ahnung. Die Ahnung gibt es aber woanders auch wohl nicht, denn mir wurde gesagt, da streitet man sich noch auf europäischer Ebene. Es sei eigentlich völlig unklar, was fern sei und was verboten ist und was nah ist und folglich zulässig. Ich habe aber auch Bezug genommen auf die verschiedenen Ausnahmen. Es ist nämlich als öffentlicher Raum zum Beispiel nicht ein Gefängnis mit gemeint. Es sind auch Grenzbereiche ausgenommen, also die Grenzen zwischen Ländern und Europas Grenzen. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil warum sollen Menschenrechte dort nicht auch gelten? Ausnahmen gibt es aber auch, wenn zum Beispiel die Gesundheit bedroht ist oder man Prävention ausüben möchte vor Terrorismus. Da wissen wir alle, wird sehr gern weit ausgelegt. Und bei Gefahr für die Gesundheit, da sehe ich vor meinem inneren Auge eine mögliche nächste Pandemie und dann plötzlich eine Erlaubnis von biometrischer Gesichtserkennung, selbst aus der Ferne. I don't think so. Ich sehe nicht, dass da der Koalitionsvertrag respektiert wird und hoffe sehr, dass Deutschland sich da ein bisschen mehr einsetzt. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen bei meinem letzten Videoausschussreport. Ab nächste Woche gibt es den dann nur noch akustisch als Podcast. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Ihr findet mich in den gängigen Podcast-Apps. Ich werde aber auch hier nochmal einen Link reinstellen, auch auf meiner Homepage anke-domscheit-berg.de und in all meinen Social-Media-Konten werdet ihr rechtzeitig den Link zu meinem Podcast finden. Bis dahin, bleibt gesund und wir hören uns wieder.